Body buying, looking, eyes, don't that feel nice? Was geht? Ebenso, Lela. Ich bin am Start für euch mit einem neuen ganzen Video. In letzter Zeit kamen nur so Shorts und so. Tut mir leid, hab aber mal Bock gehabt. Mal gucken, wie es bei euch ist. Ganz okay. Ich wollte mal ein bisschen mit euch ein bisschen talken. Wundert euch nicht, mein Tisch. Digga! Wundert euch mal verloren? Egal. Und Leute, auf dem Video. So, meine Tastatur gehackt. Ich kann es euch zeigen, wenn ich was schreiben will. Ihr wisst nur meine alte Tastatur. Jetzt ist sie weiß. Lern erstmal deutschen Rechtschreibung. Antworten. Du Idiot. Please. Die Idiot. Please. Die anderen. Nachrichten. Von mir. Hasse dich. So. Manchmal gibt es solche Leute. Ich mag. Luke und Kevin, ich mag die, die sind sehr nett. Man schreibt Autokorrektur. Ja, mich juckt's nicht. Wenn das sollte keine Autokorrektur sein. Haltet euer Maul. Heute bekomme ich so eine 3, so. Ich sag's, ich bekomme 3. Die hinter mir so, Opfer, hast du verdient, voll schlecht. Ich so, haltet einfach euer Scheiß, Mann, was geht euch das eigentlich an? Sonst bekommt ihr immer schlechtere Noten als ich, also haltet mal eure Fresse. Jo, ein bisschen aggressiv bin ich noch. So, haha, sehr gruselig nicht. Hör bitte. Hör auf, bitte. Du bist nicht cool oder so. Gut. Da haben wir jetzt mal drauf. Falls du das Video siehst, du Hurensohn, ich hasse dich. Du. Und halt dein Maul. Maul. Leute, das habe ich halt nur für meine Freundin gemacht, weil die war danach richtig sad, als sie das gehört hat. Und wenn du es nicht gruselig findest, soll doch nicht gruselig sein. Ich habe meine Haare dann wirklich nach vorne gemacht und habe gesagt, ja, wer ist jetzt der Oma? Wer ist jetzt der Emo? Komm, sag's mir. Wer sieht mehr aus wie ein Emo? Ich oder sie? Ah, jetzt verpiss dich zurück in dein Loch. So. Ich zeige euch gleich. So, ich habe dem jetzt geschrieben. Ich zeige es euch halt. Uff. Halt dein Maul. Verpiss dich. So, ich bin halt null aggressiv. Emo Girl. Uff. Was wurde? Was? So, ich zeige euch jetzt mal den Kommentar, den ich dazu geschrieben habe. Ihr könnt ihn selber lesen. Zurück in dein Loch. Dein Loch. So. Vorhin habe ich noch was anderes geschrieben. Von dieser Andi Fischer.
Wenn in Dritt. Geh weiter zur Schule und lern zu schreiben. Ja, warte, ja. War doch nur ein kleiner Tipp. Du hast es wieder falsch geschrieben. Halt. Oh, was ist das Problem? Halt dein Maul. Aua. War nett. Was gemeint. So. Okay, Napping. Uff. Cringe. Ja, ich auch. Oh mein Gott, du bist so lieb. Du hast Ehre. Ich mag dich und abonniere. So, ich abonniere sie jetzt direkt im Video und der abonniert sie dann aber nicht wieder, wo ich sie abonniert habe. So. So, wir gehen bei den Kommentaren. Meine. Haha, gar nicht cringe. Ja, nö. Nee. Aber du bist hässlich. So. Ich beantworte den Kommentare und sag mich doch. Leute, ich habe jetzt noch jemand geschrieben, weil die gesagt hat, ja, du fühlst dich mit deinem Handy von deiner Mutter cool. Nee, aber ich schon erklärt. Also. Aber oh mein Gott, ich freue mich ja voll über diesen Kommentar. Ich habe den ja schon mal gelesen. Und ja. Bitte. Hab dich lieb. Und du bist gerade in einem Video. Hab dich lieb. Warum auch immer lieb so geschrieben ist. Lieb. Liebe. Digga, was ist das Problem? Grüße. Lieb, was ist das Problem von diesem Lied, Digga? Lieb? So, hat funktioniert. Herz. Manchmal gibt es so Leute, die sind übel schlimm, so wie die meisten. Aber manchmal gibt es so ganz viele Leute, die sind übelst nett. Und danke, dass ich mich für meine Freunde. Das ist aber normal. Warum ich den Kommentar nicht lösche? Um auf die Leute wieder zuzugehen und zu sagen: Hey, du hast mich damals mit meiner Rechtschreibung gemobbt. Ja. Schau dir jetzt mal meinen Abonnenten an. Deswegen mache ich es nur. Dann lösche ich es wieder. Weil, schaut mal. Meint ihr, weil es so aussieht? Nein. Ich bin auf Erdtablets. Diese Videos sind auch Erdtablets geschrieben. So. Ich finde das Feminismus lustig, weil du es nicht so siehst. Doch wenn ich Max heizen würde, würde ich mehr verdienen. Sie sagen, du bist eine Frau, pass nachts draußen auf. Der Rock ist ganz kurz und die Typen zu blau. Schicken hin. Schicken Leute in die Bau zum Graswerk rauchen. Wow. Ich mag das. Ich habe das einmal aufgenommen. Hier ist es. Ich finde das Feminismus lustig, weil du es nicht so siehst. Doch wenn ich Max heizen würde, würde ich mehr verdienen. Sie sagen, du bist eine Frau. Was machst du draußen auf? Der Rock ist ganz kurz und die Typen zu blau. Schicken Leute in den Baum zum Grasrauchen. Wow. Und das mag ich irgendwie. Ich habe auch keine. Und ich nehme die Videos mal Band auf. Ich hatte ein paar Sachen. Digga, wir schreiben morgen die Bioarbeit, also am 30.06. Danach schreiben wir natürlich am 4.07. noch eine Arbeit, Mathe. 5.07. Ethik. Die anderen, also noch katholisch oder so. Keine Ahnung, eine hat aber nur einen Ordner abgegeben und fertig bei ihrer Note.
Danach Englisch am 6.7. und am 7.7. müssen wir uns ja Herbarium abgeben. Okay, das hat mir gefallen. Ja. Nice, Bruder, würde ich auch mal sagen. Komm, wir gehen auf. Wenn der Bund erzählt, ein bisschen was. So, wir haben Ende der Woche, also Ende der. Mach ich auch jeden Tag. So am. Also die letzte Woche. Von der Schule, von den Sommerferien. Da kommen vielleicht mehr Videos. Kommen vielleicht mehr Videos. Und ich, die Schule. Und ich würde mich über freuen, wenn ich auf die Sachen komme, die ich will, weil wir haben Projektwoche. Zum Beispiel Spanisch tanzen, Spanisch kochen. Wir gehen in die Wilhelma zum Beispiel. Oder Experimenta, Sport. Sport, nein. Experimenta, Mittel, weil da geht jemand hin, den ich mag. Weil wir befreundet sind. Dann Spanisch kochen und Spanisch tanzen. Und Wilhelma würde ich übelst gerne gehen, aber ich glaube, ich kann nur eins wählen. Und drei Sachen wählen kann, also direkt alles hingehen, Bruder. Weil ich liebe Spanien. Ich liebe es zu tanzen. Ich liebe Breakdancen. Und ich liebe es zu kochen. Und Wilhelma, weil ich. Ich weiß nicht, ich würde gerne da hingehen, ja, aber mir tun diese Tiere so leid. Ich weiß, ja, in der Natur geht es dann auch nicht gut, aber da geht es wenigstens besser als da drin, Digga. So, überlegt mal. Vajana! 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 Leute haben mal gesagt, ich sehe aus wie Vajana. Warum hat Anna braune Haare? Egal. Warum hat. Egal. Und, wo bin ich stehen geblieben? Ja, manche aus meiner Schule sagen, ich sehe aus wie Vajana. Aber check ich nicht mal. Meine Haare sehen so aus, meine Augen. So halt. Ich sehe halt wirklich aus wie Vajana ein bisschen. Vajana! So. Ich. Bei Vajana ist auch ganz zufällig mein Lieblingsfrisur. Nein, wirklich zufällig. Weil. Oh, ich hasse Schneewittchen, gell? Sollen wir bald mal wieder auf Horror reagieren? Darauf hätte ich mal wieder Bock. Es kommen bald auch wieder neue Shorts. Also nicht so Short-Shorts, sondern so neue kurze Videos, die ich. Was ist das? Was ist das? Da. Sorry, dass ich mich gerade so ablenke. Ich gucke was. Dass da halt solche. Wie soll ich sagen? Dass da wieder solche Shorts von so YouTubern kommen, wo ich ganz viele Bilder zusammenschneide und so. Und das ist mehr Arbeit, als du denkst, der. Weil ich muss die Videos, die Bilder raussuchen, zusammenschneiden, die Bilder schneiden, Effekte raussuchen, da muss man beachten, dafür brauche ich 2 Stunden für eins. Und du so, ja, ich brauche dafür mal Minuten, dafür sind auch deine schlecht. So. Und das finde ich ziemlich cool, das hätte ich gerne. Diese Flaschen check ich nicht, warum sind die so cool, hä? Mini-Eisbar. Digga, ich will diese Sachen, hallo, gib her! Boah, ich liebe das. Guck uns das an. Ja, da sind nicht so viele Sachen drin, sondern da viel coolere drin. Bubble Tea. Und nicht dein Ernst. Nicht dein verdammter Ernst. Tschüss, Bruder, ich will aus. Nee, die Luft. Ich hab eine durchsichtige. So. Ja. Chillig. Also das sind die jetzt eher nicht. Aber die anderen. Schau dir diese. Oha! Einfach Make-up drin. Ich würde die graue eher nehmen, weil. Ja. Und pink. Ja, pink ist zu pink. Digga, das ist die. Das ist einfach die. Oh, ich stelle mir das gerade so vor. Ich stelle mir mal ein Resume-Meme. Auf einmal. Siehst du das so? Digga. Mhm. Und. Digga. Ich geh mal.
Sekundärer Diagummi. Und wollen talken. Und ja, wir haben eine ganz kleine neue Sitzordnung. Also wir haben eine neue Sitzordnung, dann ja, nicht so gut. Und dann wurden nochmal Leute weggesetzt, wo ich es gut fand, dass sie da saßen. Aber nein, wie cool sind diese Schuhe bitte. Die Sitzordnung muss immer schlecht für mich ausgehen. Yeah. Ekelhaft ist das denn. Soll ich mal die Sachen. Mach ich auch mal, wenn ich so Strandfotos mache oder so. Einfach Würstchen. Dann soll ich das Mond keine Prüfung. Aber habt ihr euch auch manchmal gefragt, hä? Wo sind denn da die Beine abgeblieben? Leute, soll ich mein Video in echt drehen, also so längeres? Ich hab nicht, ich mach das gleich einfach. So. Ich mag die. Du siehst doch gar nicht asiatisch aus. Well. Du bist doch niemals Deutsche. Sag mal was auf deiner Sprache. Weißt du, was aussieht wie Pipi? Nein. Du, weil du gelb bist. Weißt du, Tabea, ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ey, ich fühl das. Ich fühl das so sehr. Ganz ehrlich, ich spring aus dem Fenster. Was? Wie kannst du sowas sagen? Geht's noch? Es gibt Menschen, denen geht es wirklich schlecht. Das hast du nicht gesagt. Weißt du was? Ich komm mit. Wo ist das? Ich fand, dass Kinder früher... Germany, we don't say. Please stop. This is enough. We say. Ich such so ein Video, das will ich wie man früher zeigen. Mit Streits umgegangen ist. Girl, what? Ich fand das letztens nicht so cool. Weißt du? Das ich dachte früher immer, dass jeder das kann. Und hey, Ching Chang Chong. Weißt du, wie du aussiehst? Nein. Wie Homer Simpson, weil du gelb bist. Isst du Hunde? Nee, aber meine Mom isst gleich dich. Hey. Isst du, weil ich sehe auch asiatisch aus, obwohl ich überhaupt nicht aus Asien komme. Nee. Du Arschloch, ich hau dir einen auf die Presse. Meine Haut ist nicht gelb. Aber so ein Video, das war noch witziger. Ich versuche Schweizerdeutsch zu sprechen. Oder auch Schweizerdeutsch. Iris Büsi ist wieder the ganze Tag auf den Deutsch speak. Kennt ihr diese Menschen, die versuchen euch an der Kasse noch irgendwas unterzujubeln? Hallo, ein Kaffee bitte. Hallo, ein Keks dazu? Oh, das ist aber nett. Ja, nehme ich auch noch dazu. Das macht dann 4 Euro extra bitte. Ach so, ich wusste nicht, das dass... Das ist es, glaub. Du siehst doch gar nicht asiatisch aus. Nee, well... Du bist doch niemals Deutsche. Sag mal was auf deiner Sprache. Weißt du, was aussieht wie Pipi? Nein. Du, weil du gelb bist. Viele sagen, dass McDonald's-Mitarbeiter... Jetzt aber von meiner Erfahrung aus... Viele sagen, dass McDonald's-Mitarbeiter unfreundlich sind. Ich sag euch jetzt aber von meiner Erfahrung aus, weil ich bei McDonald's gearbeitet habe, wie die Kunden meistens sind. Hallo. Herzlich willkommen bei McDonald's. Ihre Bestellung bitte. 2 Cheeseburger. 2 Cheeseburger. Darf es sonst noch was sein? Hallo? Darf es sonst noch was sein? Ich hab gesagt 2 Cheeseburger. Ich find's gerade wirklich tatsächlich sehr frech, wie Sie mit mir reden. Ich schrei Sie auch nicht an. Wie reden Sie mit mir? Richtig frech, ich beschwer mich. Hä? Ja, Sie können mich mal am Arsch lecken. Das ist es. Ja, ich bin Asiatin. Nein, ich komme nicht aus China. Und nein, ich kann auch kein Asiatisch sprechen, weil das keine Sprache ist. Und nein, du brauchst auch keine Angst haben, ich esse keine Hunde. Nur Katzen. Nur Katzen. Lecker, oder? Wenn das erste Mal ein Mädchen bei dir zu Besuch war. Tschüss!
Ich fühle mich wie Harry Potter. Ich liebe das. Voll. Voll. No joke, wenn das alles nicht online wäre, würdest du Briefe kriegen wie Harry Potter. Mehr Briefe als DHL. Bin ich DHL? Aber fangen wir doch mal an. Erstes Zeugnis, erstes Halbjahr. K.A., keine Ahnung. Jo, denkt sich der Lehrer wahrscheinlich auch. Ey, ich will ein Zeugnis mit Noten. Nicht mit Abkürzungen, als wäre ich im Deutschkurs. Erschwamm. L.E.K. L.E.K. erinnert mich an... Lecker, lecker. Ah, ey, bin ich beim Angeln oder was? Egal. Schauen wir uns das Zeugnis doch ein bisschen detaillierter an. Junge, cringe. Selber cringe. Du bist cringe. Du bist cringe. Nein, ich du bin bist cringe. 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 Halt mal die Schnauze. Zurück zu den Noten. In Mathe und Kunst hast du dich also verschlechtert. Warum brauchst du 3 Mathelehrer, um dann eine 4 zu kassieren? Und mit Kunst kenne ich mich gar nicht aus. Ich stand letztens vor einem Picasso-Gemälde. Und sonst war die einzige Kunstshow, die ich jemals geschaut habe. Ah, bitte. Irgendwie hat mich dieser gruselige Kopf immer an meinen Direktor erinnert. Ja. Ja. Ah, alles klar, Bruder. Damit würde ich sagen, beenden wir das Video. Ich würde sagen, peace out, eure Leila am Start. Hab euch lieb. Peace out. Communicate. I guess I'm just a playdate.